Okay, herzlich willkommen zu 07 Fragen. Dieses Mal die zweite Ausgabe. Dabei ist Malte, Somi und Bex. Schön, dass ihr teilnehmt. Danke. Herzlich willkommen. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Und zwar möchten wir wissen, wer aus dem aktuellen Kader des SV Waldhof Mannheim die meisten Zweitligaeinsätze hat. Müssen wir mal durchgehen. Könnt ihr euch gerne unterhalten auch dabei. Müssen wir mal durchgehen. Habt ihr was im Kopf? Ja. Ich hab was im Kopf, ja. Habt ihr? Aber ich klär noch ab. Ja, noch so 10, 15 Sekunden. Okay, ich hab was. Hast du auch was, Lumi? Ja. Mhm. Also, ihr schreibt ja nicht mehr. Neuzugang, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, zeigen wir mal in 1, 2, 3. Ihr könnt umdrehen. Riedel, ne. Ich hab Riedel. Riedel? Der ist hinter mir auf jeden Fall, oder? Damit bekommt keiner einen Punkt, weil Bex, du hast die meisten Einsätze mit 30 Zweitliga-Einsätzen. Und das weißt du nicht. Wie viel hat Jule? Ja, gut. Okay, die zweite Frage. Wie viele Menschen wohnen im Stadtbezirk Waldhof? Ist eine Schätzfrage logischerweise. Dementsprechend, wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Gibt es da noch ein paar Eckdaten zu? Ist nicht so groß. Wie viel hat Mannheim? Mannheim, das können wir sagen, das war in der Runde vorne dran gewesen, hat 315.000 Einwohner. Mhm. Ich bin. Wie viele Teile gibt es? Circa 20. Circa 20. Okay. Aber da sind die Größen weit unterschiedlich, aber ich würde mich davon jetzt nicht leiten lassen. Okay. Genau, langsam zu einer Antwort kommen. Zu viel, glaube ich. Ich glaube, ich habe zu viel. Malte hat was, Sumi ist auch was. Ich habe auch was. Bex hat auch was. Ja. Dann 1, 2, 3 einmal umdrehen. 15.000, 22.000. 6.000. Damit hat Sumi den ersten Punkt. Ah, da bin ich doch. Die richtige Antwort sind ca. 25.000. Also 25.139. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Okay, auf zur dritten Frage. Und zwar möchten wir diesmal wissen, wie viele Kilometer sitzen wir in der Saison 23-24 im Bus für unsere 19 Auswärtsspiele? Es zählt nur der Weg einfach. Also wenn wir nach Sandhausen 10 Kilometer fahren, dann zählt hier nur 10 und nicht 20 Kilometer. Nur die Hinfahrt hier. 19 Spiele. Das habe ich doch mal gesehen, ne? Ich war noch nicht so weit. Durchschnittswert. Schwierig. Wir haben sogar, glaube ich, die wenigsten Kilometer, kann das sein? Ist korrekt. Mhm. Wir haben die wenigsten. Wir haben die wenigsten von allen Drittligisten. Mhm. Wenn wir zentral liegen. Aber was waren wir denn so? Okay, ich habe was. Komm, Jungs, schreibt eure Zahlen auf. Oder? Genau, langsam zu einer Antwort kommen. Einfacher Weg zählt. Hattet ihr die gleiche Frage? Ne? Ach doch, wir haben die gestellt. Hast du geguckt gerade? Zu dir? Nee. Nee. Hatte ich schon. Okay, ich ändere nochmal. Du änderst, ne? Mhm. Okay. Welche seid ihr? Okay, zum Antwort kommen, Somi, komm. Hast du was? Ah, ja, was? Ja. Okay, dann 1, 2, 3. Oh, Somi. Ich hab 8. Oh mein Gott, 2. Damit hat Bex den Punkt, die richtige Antwort sind 6.205 Kilometer. Sind wir doch! Weiter geht's. Okay, die vierte Frage, und zwar relativ einfach. Wer ist der älteste Spieler im aktuellen Kader des SV Waldhof Mannheim? Schrecken hier schon. Du bist nicht.
3, 2, 1. Warte. 1. Ich weiß es nicht. Okay, zeigen. Julian Riedel. Cello, Digga. Ja, was? Ich weiß es nicht mehr. Wenn das nur wegen der Frisur ist. Ja, schon, Digga. Das sieht schon alt aus. Also Riedel ist richtig, ne? Ist richtig. Julian Riedel ist die richtige Antwort. Dementsprechend zweiter Punkt für Sohn und zweiter Punkt für Bex. Walter, was darfst du gleich? Macht man nicht, ne? Der ist 28. Macht man nicht. Ja, aber er sieht schon alt aus. Das ist komplett, das ist gut oder eher? Ich sag einer. Okay, die fünfte Frage war für die Bundesliga-Historiker. Und zwar suchen wir die Anzahl an Vereinen aus der Drittliga-Saison 23-24, die mindestens eine Saison in der Fußball-Bundesliga absolviert haben. Nochmal mit dem 23-24. Also wie viele Vereine aus der kommenden Drittliga-Saison waren schon mal ein Jahr in der Bundesliga? Okay, wir zählen, okay. Aber wir brauchen die Zahl, wir brauchen nicht die, die Mannschaft. Also die U23 vom BVB zählt jetzt nicht als... Die zählen nicht mit, nee. Okay. Also die maximale Zahl könnte 18 sein. Alter, du brauchst ja nicht so tun, als würdest du überlegen. Du brauchst ja noch Quark im Schaufenster, als mal 11 ist. Ganz ehrlich, also... Schwierig. Müssen wir die Tabelle zusammen durchgehen? Nee, ich habe alle aufgeschrieben. Schreib mal. Hast du das aufgeschrieben? Ja, warte. Da brauche ich ein bisschen. Schwierig. Echt schwierig, ne? Ja, du schon ziehen. Habt ihr gerade? Hinter der Kamera immer einfacher, ne? Hast du schon was aufgeschrieben? Natürlich. Dann langsam zu einer Antwort. Noch der Bankkarte bei uns. Hab ich ja schon. Habt ihr beide? Ja. Okay. Okay, dann 1. Also wie schreibt man? Ja, ich hab nochmal geändert. Hast du geguckt? Nee, nein. Okay, 1, 2 und 3. 15, 9 und 4. Das ist mir viel zu wenig. Ich habe gedacht, Ulm kann die Saison in der Bundesliga spielen. Ja, Dresden, 60. Stopp mal, ganz kurz. Nein, nee, nicht stopp. Duisburg. Was ist die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist 11, dementsprechend ist Somi korrekt. Oh, das ist zu wenig. Ich kann die Vereine einmal durchziehen, wenn ihr möchtet. Das war Preußen, Münster, Ulm, Ingolstadt, Unterhaching. Ingolstadt. Dresden, Saarbrücken. Rot-Weiß Essen, der Waldhof logischerweise. Der Gut hatte ich im Kopf. Arminia Bielefeld, 1860 München. Das ist also schlecht gewesen. 60 aber und der MSV Duisburg. Die waren drinnen. Vier hat er gesagt. Mindestens eine Saison. Und das als Fußballlexikon, ne? Ja, einfach auch mal abhaken jetzt. Auch mal abhaken. Nächste Frage. Warte bitte. Warte bitte. Kommen wir zu einer Frage, die so ein bisschen auf die dritte Liga zielt. Und zwar suchen wir den Spieler, der aktuell in der dritten Liga aktiv ist und die meisten Tore erzielt hat. Also welcher von den aktuell noch aktiven Spielern in der dritten Liga hat die meisten Tore erzielt? Also ich weiß, die meisten jemals hat Anton Fink. Aber der spielt natürlich nicht mehr. Schwierig. Boah, ich komme nicht auf den Namen. Schwierig, ne? Schwierig. Weißt du? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich habe eine Vermutung. Auf den anderen. Ich brauche die. Geht trotzdem noch ein bisschen durch. Also, ich meine, es muss ein Name draufstehen, der aktuell noch in der dritten Liga unter Vertrag steht, auf jeden Fall. Ja. Schwierig. Ich weiß nicht, ob der so geschrieben wird, aber. Schwierig. Ja, Rechtschreibung nehmen wir nicht. Ich habe zu viel im Kopf. Ich habe auch viele im Kopf, aber. Ich habe noch soll ich zwei. Soll ich paar Sachen im Kopf? Nein. Kannst du nicht nachlos werden, aber jetzt. Ich habe also von Stimme, ich habe keine Ahnung. Na gut, spielst ja nicht gegen die, ne? Sonnenbrand ein bisschen, okay. Okay, dann langsam zu einer Antwort kommen. Entscheidet euch. Warte. Weißt du es? Auch lange draußen, den ich habe. Somi, du hast was?
Schwierig, und das ist ganz schwierig. Das ist echt schwierig. Malte, du hast auf jeden Fall was draufstehen. Aber, ja, aber legen wir uns mal fest da. Ja. Ist auch keine einfache Frage. Warte. Ich, ja, das ist echt schwierig. Ich habe so drei Namen. Komm, Max. Hast du schon? Mit Zeit. Hast du auch schon? Ja. Ja, langsam zur Antwort bitte kommen. 10 Sekunden. Ich mache nochmal neu. Ich mach nochmal neu. Ja. Guckst du, Domin? Ich habe mal schon eingetragen, also ich kann gucken. Ah! Genau, den habe ich auch am Anfang. Ändern können wir nicht mehr. Aber dann ich hab einmal zeigen bitte. Alle zwei. Aber ich wusste es nicht. Ja. Ich habe Schäffler. Kutschke. Also ich hatte Schäffler auch im Kopf. Ich hatte auch Schäffler. Die beiden hatte ich im Kopf. Wen hast du, Malte? Zeig mal. Schäffler. Ist richtig. Schäffler ist richtig. Da bin ich! Ich hatte ja Schäffler stehen. Ich hab's auch geändert. Auf Julian. Ich war auch kurz davor, das zu schreiben. Wir machen 8 Fragen. Das ist zu wenig. Okay, der Zwischenstand vor der letzten Frage ist, Pascal führt mit 3 richtigen Antworten, Bex hat 2 und Malte hat 1 richtige Antwort. Und die letzte Frage, die wir wissen möchten, ist das Geburtsjahr von unserem Cheftrainer Rüdiger Rehm. Gibt der Tipp, ihr einen Tick jünger schätzen als das ist natürlich echt. Hier sehen wir 3 kommende Bankspieler. Das die ergänzenden Spieler des SV Waldhof Mannheim. Ich gucke jetzt auf den Finger, was du eingibst. Ich muss ja nicht, darf ja niemals das gleiche wie du eingeben. Langsam zur Antwort kommen, bitte. Nee. Aufgeschrieben? Nee. Noch 10 Sekunden. Komm jetzt, ab. Oh, schwierig. 1900, kann ich schon mal preisgeben. Dann. Das ist jetzt echt fies. Okay. Nee, ich glaube, ich habe einen Fehler eingebaut. Nee, habe ich nicht. Mathematischen? Du mir hast du was stehen? Noch nicht, nee, warte. Dann komm, schreib was auf. Bex, hast du was? Ich hab was, ja. Hast du geguckt? Nee. Boah, echt keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ja? Kapitän habe ich schon noch mal an der Seite. All in, aufstehen? Malte? Ja. Okay, dann bitte alle einmal in die Kamera zeigen, was wir da stehen haben. 1, 2, 3. Achso, ich dachte, das komplette Datum. Ich hab 66. Das warst du nicht mal der Malte. Du bist ja nicht mal mehr auf der Bank. Der ist ja komplett raus. Hä? Kann man da kurz reinzeigen, wie der hier rumgetüftelt hat? Aber mit Datum. Die richtige ja, Antwort Datum. Ist 78. Opa! 3, 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
Ich weiß es. Warte, er war nicht beim Wunder von Bären dabei. Oh, warte mal. Okay. Okay, dann 3, 2, 1. 99 und 2000. Und damit haben wir einen Sieger. Und zwar Bex, weil die richtige Antwort ist 1997 gewesen. Hat Spaß gemacht, mein Junge. Komm her. Spaß gemacht. Gut, 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 gut. Dankeschön.